Gott. Ich will mein Bodylotion-Sammlungsvideo machen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, auch ein paar auszusortieren, aber ich denke mal eher nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich noch so viel habe. In dem Kasten hat es so wenig ausgeschaut, aber jetzt, wo ich es in der Hand habe und da vor mir liegt, denke ich mir so, why? Warum einfach? Aber okay. Ich muss mir echt in den Arsch treten und ein bisschen mehr aufbrauchen. Ich glaube, ich werde auch versuchen, ein bisschen auszusortieren. Ich hoffe, ich schaffe es, aber ich versuche es. Das geht nämlich nicht. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Fangen wir auch gleich mal an, weil ich glaube, das Video wird eh wieder endlos lang werden. Ich habe hier eine Bodylotion von Balea. Die riecht aber extrem gut. Die habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen. Das ist diese Cremeöl-Bodylotion mit Mandel und Haselnuss sogar. Marulanuss. Okay, so sieht die aus. Da haben die ja extrem einen Hype drum gemacht, was ich weiß. Da steht auch Limited Edition drauf, aber ich glaube, die kommt jedes Jahr im Winter raus, wenn es noch so ist. Schlagt es mich nicht, wenn es nicht so ist. Dann habe ich hier eine Lancaster 10 Maximizer After Sun. Die habe ich sogar schon benutzt, weil ich die für letztes Jahr im Sommer verwendet habe. Deswegen, ja, mache ich sie auch auf. Ich mag die extrem gerne und ich werde die auch auf jeden Fall im Sommer dann wieder aufbrauchen. Ich hoffe nur, dass ich öfter schwimmen komme. Ich glaube aber eher nicht. Aber okay. Egal. Von Terra Naturi habe ich zu Weihnachten von meinen Mädels von der Arbeit bekommen. Eine Intensiv-Care-Körperbutter. So sieht die aus. Bin echt gespannt, wie die ist, weil ich bin so ein bisschen am Anfreunden mit Terra Naturi. Nicht ganz, aber ein bisschen. Und ich bin gespannt, wie die ist. Von Annemarie Berlind habe ich eine Bodylotion, was mich gerade extrem wundert. Von dieser Fresh-Linie. Oh, die Linie war extrem gut. Die war wirklich gut. Ich glaube, das haben wir irgendwann einmal zu Weihnachten bekommen. So sieht die Verpackung aus. Schaut nicht schlecht aus. Ich werde sie jetzt nicht aufmachen und dran riechen, aber ich kann mich erinnern, dass die echt gut war vom Duft. Ich bin gespannt, wie das ist, weil Berlind und ich sind nicht so Freunde, aber wir werden sehen, wie ich es finde. Von Victoria's Secret habe ich auch ganz, ganz viele Bodylotions. Einmal die Secret Escape. Das ist einer meiner Lieblingsdüfte von Victoria's Secret. Die habe ich mir auch damals in Pandorf gekauft. Da habe ich sogar ein Bodyspray davon. Dann habe ich hier Amber Romance und Strawberry and Champagne. Da habe ich gar kein Duschgel davon, oder? Gesehen habe ich jetzt keins. Was mich gerade wundert. Aber das habe ich als Bodylotion. Und ich glaube, das mochte ich damals auch. Ja, das war auch eins meiner absoluten Lieblinge. Da haben die ja alles reduziert von Victoria's Secret, wo sie damals die Verpackung umgestellt haben. Und da habe ich, wie man sieht, sehr zugeschlagen. Bei Amber Romance, ich hoffe, ich kann das verwenden. Das war nämlich der Lieblingsduft von meiner Mom. Und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob ich den benutze. Zwei Jill Sander Bodylotions habe ich hier. Ich bin in letzter Zeit so ein Bodylotion-Junkie, was Düfte betrifft, wo ich echt wieder aufhören muss. Ich habe da die Softly Body Lotion, die habt ihr auch irgendwann in einem Video gesehen, und die Simply von diesem Poudre. Ja. Da haben wir noch mehr parfümierte Body Lotions. Mein heißgeliebter, allerliebster Lieblingsduft von Elisab. Die habe ich mir ja damals gekauft, weil die aus dem Sortiment gegangen ist. Was ich mega kacke finde. Mega kacke. Und so sieht die Verpackung aus. Die Verpackung ist so schön. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dann traue, die zu verwenden. Ich habe jetzt die kleine Tube leer gemacht und den Duft auch. Ich weiß nicht. Ich bin echt traurig, dass sie die Bodylotion auflassen haben. Ist aber ein Duft, was ich mir immer wieder kaufen würde. Sogar wenn es es im Set gibt. Ich ärgere mich, dass ich letztens beim Tiki Max den Duft mit der Bodylotion nicht nochmal gekauft habe. Obwohl ich ja eh so viel habe, ärgert es mich trotzdem. Ich glaube, das werde ich weggeben. Das ist ein B-Oil Tester. Ich wollte das unbedingt haben, weil so viele davon geschwärmt haben. Oder ich gebe es zum Bett hin und werde versuchen, das auf die Narben zu schmieren. Ich habe nämlich am Bauch eine große Narbe von meiner dummen Kindheit. Und vielleicht probiere ich das noch. Ich weiß es aber nicht. Oder ich gebe es vielleicht weg. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht probiere ich es, wenn es mir nicht gefällt, werde ich es weggeben. Von Kores habe ich mir einen Tester ausgesucht. Den wollte ich nämlich unbedingt haben, weil ich fand den so, so genial vom Duft her. Und leider haben die die Sorte genau auflassen. Das ist die Kokos-Ananas-Serie gewesen. Leider haben die das aufgelassen, weil der Duft ist echt gut. Der Duft ist wirklich gut. Wow. Und deswegen wollte ich unbedingt diese Bodylotion haben. Ich bin kein Kores-Fan eigentlich, aber ich finde die, fand ich echt gut. Und damals gab es eine Sorte.
weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Und die fand ich auch extrem gut. Da hatte ich kleine Größen davon. Und die fand ich auch wirklich gut. Von Elizabeth Arden habe ich die White Tea Body Lotion. Sollte ich auch endlich mal verwenden. Was ich alles verwenden sollte. Es ist so schade, dass die bei mir rumsteht. Ich will sie aber nicht hergeben. Ich bin ungeizig, ich weiß. Dann habe ich hier von The Body Shop was. Muss ich nur schauen, ob die noch gut ist. Na, die hat den Duft verändert. Die kann man entsorgen. Die hat den Duft extrem verändert. Also die muss ich leider wegschmeißen. Aber es war ja vorauszusehen, weil die habe ich ja schon extrem lang. Bei der Mandel habe ich jetzt Angst. Na, die riecht Gott sei Dank noch normal. Aber auch nicht mehr so wie früher. Probieren wir es mal. Bei der bin ich mir nicht sicher, ob sie noch normal riecht. Ich werde sie auch auf der Seite stehen lassen. Schade wäre es, wenn ich die wegkommen müsste. Aber die von The Body Shop, die Papaya, die muss ich leider entsorgen. Bei der bin ich mir nicht sicher. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie noch gut riecht. Deswegen mache ich keine Bodylotions mehr auf, weil das eben passiert. Dann werden sie nämlich kaputt. Weil wenn du sie öffnest, nach dem Öffnen haben sie ein Haltbarkeitsdatum, dann werden sie natürlich kaputt. Wenn du sie aber komplett zulässt, dann passiert nichts. Deswegen habe ich auch so viel. Ich meine, ich bin ja nicht doof. Von Aveo habe ich auch eine Bodylotion. Sunny Jasmin heißt die. Müsste ich auch mal benutzen. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, weil die war auch eine Limited Edition. Von Yves Rocher habe ich auch eine Bodylotion. Das ist die, wo ich auch das Duschgel habe, was ihr in dem Duschgel-Sammlungsvideo gesehen habt. Die Apple Delight. Das sollte ich auch endlich mal verbrauchen. Aber das hört sie jetzt, glaube ich, 100 Mal. Das hört sie jetzt 100 Mal. Von dem Banane habe ich auch zwei Bodylotions. Einmal das Sorbet und einmal die Body Butter. Ihr wisst ja, ich liebe die Body Butters von Body Shop. Deswegen ärgert es mich gerade, dass die zwei... Ah, ich glaube, die ist auch kaputt. Ach. Das ist echt ärgerlich. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine zweite von der Mandel habe. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die ist kaputt. Oh, scheiße. Aber nach den Jahren ist es klar. Also die habe ich seit 2010. Wenn die nicht kaputt werden würde, wäre irgendwas falsch, glaube ich. Aber ja, das zeigt mir, dass ich endlich die Sachen leer machen sollte, oder? Zeigt mir, oder? Aber okay. Wenn es zwei sind von, weiß ich nicht wie vielen, ist es vollkommen okay. Das sind die Banane. Ich war jetzt gerade... Bin ein bisschen traurig, muss ich sagen. Die Mandel mochte ich extrem gerne. Aber was soll ich machen, wenn es kaputt ist? Die Banane, das Sorbet habe ich, glaube ich. Das ist ja das Sorbet. Nein, Body Joghurt heißt das, genau. Sieht so aus. Und die Body Butter. So. Dann habe ich von Hugo Boss die Body Lotion. Die sieht so aus. Ihr wisst ja, parfümierte Body Lotions, da bin ich ein extremer Junkie geworden. So wie von Roberto Cavalli die Body Lotion. Da kann ich euch wenigstens noch die Tube zeigen. Die sieht so aus. Finde ich voll schön. Finde ich urschön. Aber sollte ich auch bald. Ich meine, ich habe sie noch nicht offen gehabt, weil ich eben so heikel bin, was das betrifft. Aber sollte ich auch jetzt bald verwenden. So wie meine heißgeliebte, was ich euch auch das Peeling gezeigt habe, von Organic Shop Body Desserts, die Banane Milchshake Body Creme. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich bin schon so gespannt, wie die ist. Und ich will sie nicht aufmachen, weil ich eben Angst habe, dass mir das so passiert wie bei den anderen beiden, die ihr gerade gesehen habt. Weil das ist ein riesen Bottich. Also bin gespannt, wann ich die verwende. Aber es ist gar nicht mehr so viel Bodylotion. Ich bin schon ein bisschen braver geworden. Früher war es, finde ich, schlimmer. Und ich glaube, das sind eh meine letzten von den beiden. Ja, dass das passiert, war ja vorauszusehen, oder? Das ist die Zuckerschnute. Ich glaube, die war auch schon mal... Na, die ist noch original zu. Weil die ist eigentlich abgelaufen, aber sie ist noch original zu. 2015. Soll ich mal aufmachen? Die riecht noch komplett normal. Die riecht noch komplett normal, bin ich jetzt erleichtert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die werde ich mir aber auch auf die Seite geben. Die werde ich schon mal zum Bett hinstellen und werde die auch bald verwenden. Ich will nicht, dass die kaputt wird, weil das ist meine letzte. Und deswegen stelle ich es gleich da dazu und werde die anderen zwei halt entsorgen müssen. Was soll ich machen? Oh, ich verstecke mich hier schon. Oh, ich habe noch eine Victoria's Secret Body Lotion, die Endless Love. Ja, ich sollte mal wirklich die ganzen Dinger mal verbrauchen, oder? Also ich bin echt schockiert, was ich noch an Bodylotions habe. So wie die Body Butter, das war ein Tester von Biotherm.
von der Bath Therapy, wo ich auch den Duschschaum gezeigt habe. Da war ich so froh, dass die Mädels mir den Duschschaum geschenkt haben. Jetzt kann ich auch die Bodybutter dazu verwenden. Die ist noch komplett voll. Die ist gerade mal ein paar Mal von mir benutzt worden, weil ich sie vor ein paar Monaten verwendet habe. Ich liebe die. Ich liebe die. Ich habe jetzt aktuell die gelbe in Verwendung mit dem Duschschaum und ich liebe die zwei. Noch eine Victoria's Secret Mango Temptation. Habe ich auch. Ich muss ernsthaft mal die Victoria's Secret Body Sprays verbrauchen. Ich glaube, das wird mal mein Ziel 2021 werden. Weil eine habe ich ja auf der Seite. Und die benutze ich auch. Habe ich letztes Jahr öfter benutzt. Und ich will die im Frühling anfangen. Weil ich habe das Duschgel in der Badewanne stehen. Und will unbedingt den Body Spray dazu verwenden. Weil ich habe noch so viel Zeug und Parfums. Ich überlege schon, ob ich ein paar Düfte vielleicht aussortiere. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Da muss ich noch überlegen, ob ich das mache oder nicht. Weil ich bin mir nicht sicher, welche. Einen habe ich ja, aber den will niemand. Den würde ich freiwillig abgeben, aber den will einfach niemand. Aber okay. Von den Body Shop habe ich noch die Fall for Pumpkin. Vanilla Pumpkin war das, genau, wo ich auch das Duschgel habe, die Body Butter. Die habe ich aber auch noch nie geöffnet. Weil ich eben die anderen beiden offen hatte, habe ich die anderen zwei, drei, die ich da habe, nicht mehr geöffnet. Ich habe ja auch noch die hier, die schaut aber auch schon sehr komisch aus. Das ist ein Body Püree oder Gelee. Pink Grapefruit. Ich bilde mir ein, ich habe das aber auch noch nie offen gehabt. Nein, das schaut doch noch nicht verwendet aus. Also ich glaube, das habe ich noch nie verwendet. Sollte ich aber vielleicht mir ganz vorschlichten, damit ich es bald verwende. Ein Body Serum von Olive, da habe ich auch. Ist ja urdreckig. Das sieht so aus. Ich benutze aktuell gerade die Gesichtspflege von Olive und ich bin richtig verliebt in die. Also ich muss mir in den A treten. Ich habe noch ein ganz anderes Body Serum, was ich, beziehungsweise von Clarins habe ich noch eins, das ich sehr schleppend verwende. Das sollte ich mir mal in den Arsch treten, dass ich das regelmäßig verwende. Aber ich will das bald verwenden. Weil ich will das von Clarins unbedingt leer machen. Ich liebe das von Clarins, aber ich will wissen, wie das ist. Weil seit ich das Serum und das Öl verwende von Olive, bin ich echt begeistert, muss ich sagen. Hoppla. Da haben wir ja schon die zwei. Von Balea, die Body Lotions Tropical Sunshine und Cabana Dream, was ich euch erzählt habe, wo ich mir dachte, dass ich sicher von irgendeinem von den dreien die Body Lotions habe. Und es ist so. Ich meine, die Tuben würde ich viel, viel schneller leer kriegen. Aber ich bin einfach eingremvoll. Es ist einfach so. Was soll ich euch sagen? Von Isana, die zwei habe ich immer in den Duschgel-Videos gezeigt, weil ich immer vergessen habe, dass das eigentlich Pflegeschäume sind. Alle haben mich immer daran erinnert in den Videos. Ups. Das ist dieses Chocolate und das Lollipop. Sollte ich auch vielleicht endlich mal verwenden, weil die werden sich ja auch schnell leer gehen. Aber weil das halt Isana ist und die Limited Edition sind, will ich die irgendwie nicht so verwenden, was ja eh doof ist. Weil das ist eigentlich positiv. Wenn ich es mir nicht nachkaufen kann, ist ja eigentlich auch gut, dass ich es verwende. Aber was soll ich euch sagen? Das sollte ich auch bald verwenden. Das ist von Yves Rocher. Da habt ihr gesehen, dass ich das Duschgel auch noch habe. Die Bodylotion dazu. Die habe ich früher so gerne im Frühling verwendet. Und vielleicht sollte ich die auch bald wieder verwenden. Ich meine, was ich alles verwenden sollte, Kinder, das ist echt abnormal. Aber die sollte ich auch verwenden. Bevor mir die auch kippt. Wäre vielleicht besser. Was haben wir dann noch? Ich habe da noch von Ahava eine Bodylotion. Das ist das Body Sorbet. Habe ich noch nie verwendet. Ich habe eine mal davon meiner Schwester geschenkt. Ich weiß gar nicht, ob sie die noch hat. Und die habe ich mir selber behalten. Ich habe bei Haare, habe ich nur die Peelings damals verwendet. Und das nicht, aber das sollte ich auch bald benutzen. Und da haben wir schon den Monster-Deal von Balea, wo ich echt Angst habe, das zu verwenden. Weil da halt wirklich viel drinnen ist. 500 Milliliter. Vielleicht sollte ich sollte mir wirklich so ein Ziel setzen, mal die kleinen zuerst verwenden und dann die größeren, oder? Das wäre mal nicht so schlecht, würde ich sagen. Wäre eine gute Idee, würde ich sagen. Besonders die parfümierten, da könnte ich den Duft dazu verwenden, das sind dann zwei Fliegen mit einer Klappe, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Und bei der habe ich extrem Angst, weil das halt ein 500 Milliliter Bottiche ist. Dann habe ich eine von Rituals, wo die Verpackung auch so wunderschön ist. Da habe ich damals eine Probe verwendet. Das hat eine Freundin von mir in einem Video gesehen und deswegen hat sie mir diesen Geburtstag geschenkt. Ich habe sie noch immer. Wenn sie das sehen sollte, wird sie mich eh schlagen. Aber da ist auch so, ich will die nicht verwenden. Weil die ist echt gut. Das klingt vielleicht blöd, aber bei Bodylotions ist das bei mir so.
Von Balea habe ich noch die große Gefühl, das war von dieser 20 Jahre Limited Edition. Ups. Habe ich auch noch die, was so nach Zuckerschnute riecht. Ist auch eine gute Idee, wenn ich die auch vielleicht benutze. Weil Tuben gehen bei mir sehr schnell leer. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Tuben gehen bei mir relativ schnell leer. Wenn ich an früher denke, was ich an Bodylotions benutzt habe und aufgebraucht habe. Und jetzt kriege ich es irgendwie nicht geschissen, dass ich die Sachen aufbrauche. Ich verstehe es irgendwie nicht. Die habe ich mir nämlich auch einbildet. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, weil da steht auch Limited Edition drauf. Das war die Bio Coffee Care Körperbutter. Die haben mir, so viele Abonnenten haben mir damals geschrieben, dass ich sie mir kaufen soll. Und ich habe sie mir dann wirklich gekauft. Habe sie aber auch noch nie geöffnet. Ich mag aber von der so gern die Macadamia. Und die liebe ich noch immer. Nur habe ich sie schon ewig nicht mehr verwendet. Wie gesagt, früher war ich viel, viel mehr eincrememäßig unterwegs. Jetzt bin ich die urfaule Sau geworden. Ich weiß nicht, was los ist. Von der Haare habe ich auch ein Body Concentrate. Sieht so aus. Habe ich noch nie. Müsste ich mal gucken, was das macht. Ich habe dann noch so ein Body Gelee von Balea. Ja, die Macadamia riecht nicht mehr so wie früher. Macadamia? Heißt die so? Mandel. Na, ein bisschen schon, aber bin mir nicht sicher. Ein bisschen ranzig riecht sie schon, aber ich bin mir nicht ganz. Ich meine, ich werde es natürlich nicht verwenden, aber es ist halt schade. Wenn ich jedes Mal, wenn ich es rieche, ärgert es mich. Aber ich bin selber schuld. Von Balea das Body Gelee habe ich auch. Das könnte ich ja auch eigentlich schnell verwenden. Ich weiß nicht, warum ich mich so anstelle. Bin echt angefressen auf mich selber. Das gebe ich aber weg, weil das mag ich vom Duft her nicht. Ich habe dann nämlich den Tester in der Arbeit probiert und ich mag es vom Duft her überhaupt nicht. Deswegen werde ich es weggeben. Ja, machen wir weiter mit den parfümierten Bodylotions. Ich habe dreimal, weil die haben wir sich nehmen dürfen von der Arbeit und ich konnte nicht dran vorbeigehen, bevor die weggeschmissen werden oder sonst was, habe ich sie mir dreimal genommen. Von Armani, sie von dem Passion dreimal die Bodylotion. Ich bin gestört. Ich bin so gestört. Ich bin so gestört. Aber ich liebe die. Ich liebe den Duft von dem. Ich versuche mich gerade rauszureden. Der Duft ist extrem gut und ich habe den großen Duft, also die 100 Milliliter haben wir damals bekommen. Ich glaube, das Intense habe ich auch. Und dreimal die Bodylotion ist dann perfekt, oder? Ich habe auch so eine kleine Größe noch zum Verwenden von dem C Passion Parfum. Also ist es perfekt. Das ist eine Bodylotion, wo ich den Duft unbedingt dieses Jahr verwenden will. Von Roberto Cavalli Paradiso, die Bodylotion. Und ich habe das Parfum auch und ich will das endlich verwenden. Ich will das endlich verwenden. Die Tube ist so süß. Ich will den Duft heuer unbedingt benutzen. Weil ich habe den Duft schon sehr, sehr lange und ich weiß nicht, ich will den unbedingt verwenden. Ich habe da noch die Lady Gaga Bodylotion. Ich habe auch den Duft auch dazu, den sollte ich auch mal verwenden. Weil die ist halt schon sehr alt. Kleine Bodylotions habe ich auch noch. Das ist einmal die Hugo Boss und die Jean Paul Gaultier von dem Label, was ich euch gezeigt habe. Und es gibt von dem schon wieder einen neuen und ich bin so verliebt in den Duft. Das ist eigentlich nicht so meine Duftrichtung, besonders nicht, wenn jemand. Also besonders nicht, wenn der Duft so vielen anderen noch gefällt. Eigentlich mag ich das nicht. Aber bei dem mache ich eine Ausnahme, so wie bei dem Hugo Boss Descent. Das sind zwei Düfte, die ich schon sehr, sehr gern mag. Bei dem von. Ich habe jetzt noch ein paar, die nehme ich jetzt ganz raus da, damit sich das erledigt hat. Ich habe da noch die passende Bodylotion, die schon echt ramponiert ausschaut. Von Yves Rocher, die schaut schon echt demoliert aus. Die habe ich auch noch. Nein, ich habe die noch nicht hergezeigt. Komm wieder zurück. Von Dr. Barbara Sturm habe ich hier auch eine Bodylotion. Ich glaube, die habe ich aber von der Vivi geschenkt bekommen. Von meinen heißgeliebten Elisabeth Arden Always Red Duft habe ich auch noch zwei. Ich habe die geliebt. Ich habe den Duft geliebt, die Bodylotion geliebt. Also, so sieht die aus. Ich habe den Duft ja auch und. Ich liebe den Duft, ich will den noch gar nicht verwenden und ich will die Bodylotions nicht verwenden. Aber ich sollte sie verwenden, dann hätte ich wenigstens was leer. Ich bin so ein Doofkopf. Als letzter habe ich noch von Lancôme Tresor die Bodylotion, die habe ich mir gekauft, wie sie reduziert war. Und ich habe ja die Düfte daheim. Ich habe ja mehrere Tresor-Düfte, La Nuit Tresor-Düfte zu Hause. Und da ist die Bodylotion. Ich liebe die Verpackung. Da ist auch eine Sicherung drin.
Ja, also ich bin richtig, richtig begeistert von der Verpackung. Ich finde die so schön. Schaut euch das an. Ja. Ja, das war's. Ich habe halt das hier aussortiert mit dem Bee-Oil-Öl, obwohl ich das Bee-Oil-Öl ja noch nicht weiß. Und leider muss ich die beiden entsorgen. Aber ihr habt sie ja schon 100 Mal in Sammlungsvideos gesehen, da war das irgendwann einmal vorhersehbar, dass sie kaputt werden. Ich bin froh, dass die nicht kaputt ist, weil die werde ich demnächst verwenden. Ja, es ist schade, ich bin auch extrem traurig drüber, dass mir die kaputt gehen, aber was... Sie sind dran. Bei der Meindl bin ich mir nicht sicher. Jetzt riecht es wieder normal, ich weiß es nicht. Ach, ich bin mir nicht sicher. Also die Papaya nicht, die ist auf jeden Fall kaputt. Aber die Mandel, ja, aber die riecht echt schon ranzig. Die riecht echt ranzig. Die werde ich auf jeden Fall entsorgen. Aber bei der Mandel, in der Verpackung riecht es komisch. Aber auf der Haut riecht es wieder normal. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob es mich anfängt zu jucken hier. Dann werde ich sie auf jeden Fall weghauen. Also die Papaya kommt auf jeden Fall weg. Bei der Mandel bin ich mir noch unsicher, ob ich die weghaue oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Lassen wir sich überraschen, ob ich sie wegwerfe oder nicht. Aber die Sachen werde ich auf jeden Fall weggeben oder entsorgen, je nachdem, wie ich da weitermache. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich habe irgendwas im Auge. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ich muss mir wirklich in den Arsch treten und Bodylotions verwenden. Ich bin schon ein bisschen besser geworden mit dem Verwenden. Ich habe vom Biotherm eine stehen. Beim Bett und die verwende ich schon sehr brav und die ist auch fast leer. Aber ich muss noch mehr mich eincremen und noch mehr mir den Arsch aufreißen, damit ich ein paar Sachen aufbrauche. Ja. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, weil ihr wollt ja immer die Sammlungsvideos sehen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!